Wir bauen den Sky Ripper. It was a no-brainer. He'd sacrificed his old friend Lupino to get the armature. And the armature was useless by itself. Only a series of coils and wheels. War demanded sacrifices. And he would make more before the end. He would have to choose the greatest good, no matter how much it cost him. Zenobia. Well, he would see her sooner or later, across a battlefield or a sword's point before all this was over. He was sure of that. The power was in the core. Obviously, he had to get the core. Na dann. He looked up at the old trees around him. They were so big and so old. They'd been there before he was born, and they'd be there after he'd passed into legend. Was he confronting his own unimportance? What had got into him? He was no philosopher. Anyway, who cares? He was plenty important. He was a hero, and soon he'd prove it. Had the Transcendent Emperor actually called his weapon the Sky River? Seemed a bit grandiose, didn't it? Geht. Ich finde, eine fancy Waffe kann schon einen fancy Namen haben. Ich finde es erstaunlich, dass uns jetzt das ganze, die ganze Zeit das Ding dahinterher eiert, aber okay. Ich loote hier nochmal fröhlich. Uns fehlen ja durchaus noch ein paar Erze. Oh, kamen wir da letztes Mal schon durch? Ich weiß es gar nicht. That ought to be enough for a proper sword, he thought. Was geht hier noch? Oh, nichts. Spannend. Dann gehen wir doch mal da durch. Ich glaube, da kamen wir letztes Mal nicht lang, oder? Auf jeden Fall können wir irgendwas craften. Aber wahrscheinlich nur das Feuerding aufrüsten, ne? Ja, Juwelen, Stufe 3, ich weiß. More fire? Yes, please. Dann ist es wenigstens erledigt. Kennen wir den? Den kennen wir, ne? Überzeugung. Ja, den kennen wir. Den kennen wir. Das ist das mit den Inseln und dem Hive-Bewusstsein und so. Den hatten wir. Oh, wobei, ich weiß nicht, ob er den letztes Mal so gut verstanden hat. Ich weiß nicht, wie laut die Musik da im Hintergrund war, aber wird schon passen. Oh, der Sky Ripper oder das Sky Ripper Gehäuse verwirrt mich da schon ein bisschen im Kampf. Ist ja nicht so richtig gut. Aber wir sind ja vielleicht bald los. He could sense the jewel's power. He had a feeling they were gonna be great friends. Die haben beide gleichzeitig angegriffen. Da konnte ich nicht beide abwehren. Ich hätte wegsprinten können. Das wäre vielleicht clever gewesen. Alter. Oh, Gott, no. Okay, eigentlich wollte ich ihn aufspießen, aber wenn ich ihn so zerteilen kann, dann nehme ich das auch. Ist in Ordnung. Vielleicht irgendwo ein bisschen Energie raus. Sometimes we're not a really hated inanimate objects. Wow, das hätte ich mir alles schenken können. Fantastisch.
You almost never saw wild gogglers together like this. The toads had to train them not to peck each other to death. So these had to be imperial gogglers. That meant ravens were up ahead. Okay, dass hier noch mehr Ravens, sag mal, kann ich da rumlaufen? Dankeschön. Dass hier noch mehr Ravens kommen, war irgendwie zu erwarten. There are only these huge crystalline growths. Had those been here before? He no longer heard birds except for the feverish cawing of the ravens when they attacked. He couldn't smell the small animals of the forest, the mice and rabbits. Where are they gone? And he was getting hungry too. This was an unhealthy place to be. Tja, unhealthy hin oder her. Wir finden leider auch keine Sachen, die uns weiterhelfen würden. Und da ist das wieder die Stelle. Oh, nicht doch. The thing about puzzles was, once you solved one, you knew how to solve it again. Puzzles had no, what was the word? Replayability? Renato wondered if you could design a puzzle that would be different every time you played with it. Wouldn't that be fun? Okay. Ach ja, das war die Nummer. Ich erinnere mich. Ja. Au, 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 au. Ja, schade. Pff, hätte ich mir das alles auch schenken können. Ach, da können wir das Standardschwert nehmen? Okay, die Tür sah so grün aus, aber das liegt, glaube ich, an der allgemeinen Beleuchtung. Nun denn. Alter. Alter, die hauen ganz schön rein, da hatte ich mich nicht gerade... Ach nee, ich hatte... Bedauerlicherweise durch das Feuer ein paar Hitpoints verloren. Welchem Schwert haben wir uns eigentlich zwischendurch geheilt? Was mit dem? Also, dass wir uns mit der Energie heilen können, weiß ich, aber... Wir haben uns doch auch zwischendurch im Kampf irgendwie geheilt. Allein durchs Kämpfen gefühlt. You know, you don't smell any better when you're dead. Anyway, wir sind da. The 20-sided core made him feel physically sick. Once he had sneaked into a temple of the dark art and he hadn't liked what he smelt and saw there. This felt like that. As quick as he could, he wrangled the icosahedron into the armature. The wheels began to spin, then glow. The sick feeling quickly spun away. Now he only felt sad. He had lost good friends for this war apparatus. Maybe Lupino wasn't such a good friend. Yeah, that made him feel better. He carried his prize back to the Farfarer. Now he had to make his next move. There was a key Imperial outpost on the Nexus. If this really was some sort of super weapon, you could use it to wreak havoc on the enemy. And if it wasn't, well, better to know that before the final battle. But maybe he should show it to some scientists first. There was an observatory on the Nexus. Maybe he should go there before he fired it. Hm. Bei den Wissenschaftlern waren wir natürlich schon. Allerdings nicht mit dem kompletten Skyripper. Sondern nur mit dem Skyripper Core und dem Stein drin. Und trotzdem würde ich das, glaube ich, ganz gerne ausprobieren. Wir probieren es. Renato had never been much of a student. At Swordfu School, he'd never read the books, just looked at the pictures. And Zenobia. But weapons he understood. His gut told him that the Skyripper would work great. He would use it to take out the Imperial outpost. And what's the worst that could happen? The thing wouldn't work, and then he'd take it to the scientists, right? Exactly.
Irgendwie habe ich jetzt so ein Gefühl, dass das Ding nicht funktionieren wird. Ich weiß nicht warum. Ich kann mir das gar nicht erklären. Aber hier waren wir tatsächlich noch nicht, oder? As he set out down the path, Renato wondered why the parts of the Sky River had only surfaced now. Thousands of years after the Transcendent Emperor had discarded it, this Emperor, Isengrim III, had performed terrible, bloodthirsty rituals to invoke the lost gods. Perhaps that was bringing up lost artifacts. How perfect, then, that the Sky Ripper would reappear to be his destruction. Klingt schon gut. Frage ist, ob es funktioniert. So wirklich heilen wir uns damit nicht, müssen wir doch wieder Energie nehmen. Vielleicht finden wir hier ein bisschen was. Also ja, Energie schon, aber eigentlich meinte ich Hitpoints. Okay. Ach, da geht's noch weiter. Na, wenn das so ist. Renato Smash. Kommt hier noch was Nettes? Oh, ein Kampf. Kommen wir im Zweifelsfall wieder. Wo geht's denn hier hin? Okay, Energie ist in dem Sinne auch Hitpoints. Passt schon. Waren wir hier schon durch? What's behind? Door number two. Vielleicht auch nicht. Ernsthaft? Fuck your Windows Update. Frage ist, ist das jetzt in der Aufnahme drin? Nein, ich will jetzt nicht neu starten. Geh weg. Unfassbar. Was erdreistet sich Windows, das eigentlich das über das Spiel zu legen? Ich glaube, es hackt. Oh, Entschuldigung, dieses Update ist so wichtig. Sie müssen es jetzt sofort wissen. Es kann nicht noch warten. Aber hey, wenigstens hat es nicht das Spiel minimiert und die Aufnahme abgebrochen. Ist auch schon mal was wert. Verdammt. Wollte ich ihn gerade... Alter! Könnt ihr mal bitte nicht so eine Pisser sein? Ja, okay. Renato was dead tired. Then he was just dead. Das war schäbig. Okay, das lief besser. These were really nice chests. You should take one home, he thought. Energie bei Sieg.
Ich weiß ja nicht. Da ist zu? Na gut. Sag mal. Laufen will auch gelernt sein. Wait. Ich hab das Gefühl, wir gehen gerade rückwärts. Das war ein Gebiet, was wir... Ich war tired of slaughtering ravens. Maybe it was time to test out the new weapon. He turned a knob on the Sky Ripper. It made strange mechanical noises. The wheel spun faster. It began to hum. The Sky Ripper was following his every step. At least it acknowledged him as the master. But there was no trigger. How was he supposed to fire it? Fire, he said. Nothing happened. Well, maybe it just needed to warm up. After all, it hadn't been fired in thousands of years. Das wär's jetzt, wenn wir das Ding einfach nicht anbekommen. Das können wir jetzt machen. Ach ne, das ist bestimmt eine Juwel, ne? Welches wollte ich eigentlich haben? Ach, Schildbrecher, aber das haben wir immer noch nicht gefunden. Ne, körperlicher Widerstand ist schon okay. Schwertenergie. Ist natürlich indirekt auch Heilung, ne? Aber Angriffstempo. Ach, guck mal. Der Sky Ripper rippt tatsächlich ganz gut. Was für ein Feuerwerk. The Sky Ripper was making a whining noise now, and its wheels were spinning so fast he could no longer see them. Renato had a thought. Please? He asked. The Sky Ripper began to glow. Boom! The outpost burst into flame. Ravens flapped out screaming, wings on fire. The base was his. The fire speaker toad came hopping out. Renato! It croaked, sounding like a toad version of Zenobia. Don't use the Sky Ripper. It will destroy the world. Yeah, sure it will, cracked Renato. Pull the other one. If you don't trust me, go see Calaveras. That sounded sensible. Why did she always have to sound sensible all the time? Oh, it was infuriating. Of course she would say that. He was supposed to hurry and bring the Sky Ripper to the Council so the rebels could actually win the war. But what if she was right? Damn it. Wir gehen dahin. Ich gerade beschlossen. If she couldn't get you with magic, she'd get you with reason and caution and sensible arguments. Of course, Calaveras, he might not know the latest scientific theories with evidence and all, but Renato preferred the knowledge in the old books anyway. What they said felt true, and that's what's important. He should be careful. She'd probably guess he'd come here. That meant she'd probably set an ambush for him. Es ist echt nicht easy. Es verzweigt sich echt nicht wenig.